Willkommen zu einem neuen Part Lego City Undercover für die Nintendo Switch. Wir müssen 4 Verbrecher schnappen und sind deshalb dafür auf das Dach vom Lego City Funkhaus gesprungen, geklettert. Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Ja gut, mir würde auch schlecht sein, wenn ich da rumhampeln würde, rumschwingen müsste. Oh Mann! Zieh dich hoch! Runter mit dir. Übrigens, das mit dem Intro. Also, ich will das jetzt so machen. Vor Let's Play Parts nervt es, glaube ich, ein bisschen. Ich mache das Intro nur vor meinen Infovideos und Reactions, weil, wenn jemand sich ein paar mehr Videos an einem Stück angucken will, keine Ahnung wer, wer so geistesgestört ist. Jawohl, Matrix. Hey, hier unten ist ein Korb. Alle Mann abhauen. Die Diebe werden mir nicht entkommen. Und sich mehr Videos auf einmal anschauen will, dann nervt das Intro halt ein bisschen. Hoch mit dir, Chase. Rup. Den einen habe ich. Alter. Die anderen. Ja, das ist richtig, aber was ist das denn für ein Loser? Alter, überdramatische Musik. Wow, wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Wusste ich auch nicht, Chase. So, was müssen wir denn hier machen? Ah, hier weiter. Beachtet mich gar nicht. Ah, der nächste. Ab mit dir. Das wären dann 2. Ah. Das ist garantiert nicht von Super Mario abgeklaut. Da ist abgeguckt. Bleib nur noch der Anführer. Ah, warte, ich folge dir. Schwieriger. Wollen wir mal gucken. Jawohl, hoch mit dir. Button Smashing. Zum Glück bin ich da immer gut drin. Hui. Hä? Ich will da schon hoch. Was eine geile Aussicht. Stunt-Cop, hier kommst du nicht rüber. Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort Conrad Peters von dem Kanal K Nachrichten. Bester Nachrichtensendername Kanal K. Also,
Das ist ja fast so, kreativ wie ZDF. Zweites deutsches Fernsehen, toll. Da klingt doch ProSiebenMax. Gib endlich auf! Einfach besser. Oder Natural Geographics. Ey! Mann, lass mich da hoch! Ey! Mann. Oh, mal wieder Matrix-Move. Wieso bin ich denn so laut, Mann? Mann, Mann. Hilf mir! Sonst fall ich! Ich hab ne Frau und zwei Goldfische! Nimm meine Hand! Sag, für wen du arbeitest! Für, George! George! Vater! Benson? Barry? Ja, komm schon. Ich kann nicht. Der nimmt mich auseinander. Okay, ich arbeite für Rex Fury. Rex? Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George, Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Oh! Okay. Polizeimarkt Teil 1 von 5 ist mir so ziemlich wurscht. Und wie viele Sats ich gesammelt habe, auch. Natürlich gibt es auch einen goldenen Stein für die ganze Sache. Und ja. Speichern, nicht vergessen. Freigeschaltet Parkour. Ja, ich würde schon gerne weitermachen. Achte auf rote Wiederholungsspielsymbole auf der Minikarte. Sie zeigen abgeschlossene Level an, die du nochmal spielen kannst. Wähle ein Wiederholungsspielsymbol auf der Karte aus und drücke B, um das Level erneut zu spielen. Kapitel 3, gehe direkt ins Gefängnis. Ich glaube, das ist ein bisschen an Monopoly angehaucht. Hallo? Hey, Chase! Hab dich gerade im Fernsehen gesehen? Sahst etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatros-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Was? Gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Wo fahr ich hier eigentlich lang? Stimmt. Einen Weg gibt es.